Adalult war in den Jahren 615 bis 626 König der Langobarden. Leben Adalult wurde 602 als Sohn König Agilulfs und der Theudelinde geboren. Er wurde 603 katholisch von Secundus von Trient getauft, was eine deutliche Distanzierung zum arianischen Bekenntnis der Langobarden darstellte. Im Juli 604 wurde er in Anlehnung an römische Traditionen durch öffentliche Akklamation im Circus von Mailand zum Mitherrscher erhoben. Bei dieser Feier fand auch die von König Agilulf arrangierte Verlobung Adaloalds mit einer Tochter des Frankenkönigs Theudebert II statt. Da Adalult beim Tod seines Vaters noch minderjährig war, übernahm seine Mutter Theudelinde 615 die Regentschaft. Diese bemühte sich vergeblich um eine Hinwendung der Langobarden zum Katholizismus. Unter Adaloalds Herrschaft wurden die Kirchen instand gesetzt und ehrwürdigen Orten reiche Geschenke gemacht. Auf die arianischen Langobarden nahm Adalult jedoch Rücksicht, so dass ihn der Westgotenkönig Sisbad in einem Brief ermahnte, mit größerem Eifer gegen die Heretiker vorzugehen. Bald nach Adaloalds Herrschaftsbeginn führte der Exarch Eletrius einen glücklosen Krieg gegen die Langobarden unter deren Feldherrn Sandrarius, der damit endete, dass die Oströmer, Byzantiner abermals Tributzahlungen versprechen mussten. Bei Adalult zeigten sich ab 624 Anzeichen einer Geisteskrankheit. In den Quellen kursieren verschiedene widersprüchliche Berichte über die weiteren Ereignisse. Offenbar erhob sich gegen Adalult und die Politik seiner Mutter eine Opposition lombardischer Fürsten. Sie erhoben seinen Schwager Arioald, den Herzog von Turin, 626 zum König. Adalult wurde gestürzt, möglicherweise vergiftet.